Hallo liebe Mami, heute geht es um eine meiner Lieblingsbibelstellen in den letzten Monaten. Das ist eine nicht ganz einfache und ich habe lange darüber gebrütet. Es geht um die Johannes 12, 24 bis 25 Stelle. Das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Genau, Jesus spricht da zu sehr vielen Leuten und er sagt Folgendes. Ich muss leider ablesen, weil mit dem Teleprompter, bis ich mich da einarbeite, da ist so viel Zeit weg. Und ihr wisst, als Mama ist die Zeit ziemlich kostbar, also lese ich es euch vor. Sorry dafür. Also, Johannes 12, 24 bis 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Also Jesus sagt da erstmal seinen Tod voraus, dass sein Tod und der viel Frucht hervorbringt. Und dann wird er aber allgemein und sagt, wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben gewinnen. Also wird allgemein, er spricht von seiner Aufopferung als in einer Bildsprache, wird dann aber allgemein und sagt eigentlich, sollt ihr alle diesem Beispiel folgen, was ich euch zeigen werde, das Leben komplett hinzugeben. Es ist die Hingabe, es ist die Selbstaufopferung, es ist diese Opferbereitschaft, die Jesus gegeben hat, genau die sollen wir auch leben. Puh, das ist nicht gerade beliebt, diese Sätze, vor allem nicht in der heutigen Zeit. Warum ist es so, dass man sein Leben gewinnt, wenn man es verliert? Oder dass man das Leben gewinnt, wenn man, oder dass man das Leben verliert, wenn man es liebt? Ich denke, da gibt es zwei verschiedene Gründe, die im Kleinen wie im Großen gelten. Zum einen ist es, wenn man sich selbst wirklich liebt und um sich selber kreist und sagt, boah, ich bin der Tollste, ich bin der Beste, ich bin super Mama, ich bin Hero, ich schaffe alles, ich kann meinen Job managen, ich kann meine Kinder managen, ich habe ein tolles Auto, das ist wichtig, ich bin jemand. Das ist das eine und ich glaube, da geht ganz viel Realitätsbewusstsein verloren. Man sieht die Dinge wie mit einer Brille und sieht nicht mehr die Menschen. Und wenn man die Menschen aus den Augen verliert, dann verliert man auch das Leben aus den Augen. Das ist, finde ich, ein Punkt. Der andere Punkt ist dieses angstvoll um sich selber kreisen. Das ist zum Beispiel, ich hasse es, wenn Leute spontan zu Besuch kommen, weil es mir so peinlich, wenn es hier so dreckig ist. Überall liegt Spielzeug rum, die Krümel von den Kindern habe ich noch nicht weggeputzt und die Töpfe stehen noch rum. Das ist das eine, das Angstvolle um sich selber kreisen. Oh, was könnten die anderen sagen oder denken? Oder ich glaube, ich pack's als Mama nicht richtig. Ich kann nicht mein Kind in jedem Bereich perfekt fördern. Also tue ich so schnell wie möglich in die Krippe. Und dann wird es da schon genug gefördert. Und genau, das ist auch eine Angst, die, wo man um sich selber kreist. Und ich glaube, solange man um sich selber kreist, dann verliert man das Leben. Und dann geht einem der Sinn für Schönheit verloren. Dann geht der Sinn für das Echte und das Wichtige, für das Wesentliche geht einem dann verloren. So schätze ich das mal ein. Und Jesus zieht hier noch eine höhere Ebene ein, und zwar zum ewigen Leben. Also der meint, der deutet da schon Verfolgung auch an. Und ich denke, wenn wir im Kleinen nicht bereit sind, uns selber nicht mehr so wichtig zu nehmen, dann sind wir es im Großen auch nicht. Wenn wir im Kleinen nicht bereit sind, uns aufzuopfern und uns hinzugeben, an unsere Kinder zum Beispiel, dann können wir es im Großen auch nicht. Und die Frucht ist das ewige Leben. Und ich glaube, wir können unseren Kindern schon echtes Leben, pures Leben
zeigen. Natürlich nicht in der Vollkommenheit, aber wir dürfen das weitergeben. Wir sind quasi Eva. Eva bedeutet Leben. Wir schenken das Leben und wir geben das Leben in jeder Ebene weiter. Dazu sind wir Frauen da. So sind wir durch und durch gemacht. Und das ist wunderbar. Das ist wunderschön. Und ich glaube nicht, dass wir es verlieren, wenn wir Kinder bekommen. Auch nicht, wenn wir Schwangerschaftsstreifen haben und unser Bestes geben und vieles aufgeben, glaube ich, dass im Endeffekt das Leben doch durchdringt. Und deswegen möchte ich euch da mitnehmen, die nächsten Tage. Oder was heißt Tage? Ich weiß noch nicht genau, wie ich alles aufbaue und wann was dran kommt. Wir gucken mal, was es damit auf sich hat, auszubrennen, wann man ausbrennt oder wann nicht. Was es mit der Selbstaufgabe zu tun hat, ob man da wirklich drauf geht oder ob man vielleicht sogar noch was gewinnt. Mal sehen. Lasst euch mitnehmen auf diese Reise. Ich bin selber auf dieser Reise und wir als Mamas, ich glaube, wir haben eine riesen Chance bekommen, nämlich in sich selbst zu sterben, nennt es ja auch die Bibel. Und die Kinder fordern nämlich uns jeden Tag so sehr heraus, dass wir das üben dürfen. Und es ist ein riesen Übungsfeld. Und man kann es als Chance nutzen. Man kann es als Chance nutzen, sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren zu lernen. Ja, und das zeigen uns die Kinder in so vieler Weise. Lasst euch mitnehmen. Ich freue mich drauf. Bis bald.